Herr Fraule, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, in meiner letzten Rede habe ich auf folgende Feststellungen hingewiesen. Erstens, ein positives PCR-Testergebnis beweist keine Infektion und gibt lediglich Auskunft über das Vorhandensein minimalster Teile des Erbguts eines SARS-CoV-2 im Körper. Die Gleichsetzung von positivem Testergebnis mit einer Infektion oder einer Erkrankung ist nach dem Infektionsschutzgesetz nicht zulässig und darüber hinaus wissenschaftlich falsch. Wer keine Krankheitssymptome hat, ist auch nicht krank und darf daher nicht automatisch in die Statistik der Fallzahlen der Neuinfektionen eingehen. Zweitens, lesen Sie mal die Welt. Da war gestern ein Artikel, Herr Spriegel, und da steht das alles genau so drin. Aber Sie weigern sich ja, Realitäten kennenzulernen. Zweitens, PCR-Massentestungen von symptomlosen Menschen produzieren Testergebnisse ohne jede Aussagekraft. Es zeigt sich mit jedem Tag mehr, dass der PCR-Test lediglich ein von der Politik missbrauchtes Instrument zur Panikmache ist. Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Tests so kalibriert sind, dass sie möglichst viele positive Testergebnisse produzieren. PCR-Tests mit mehr als 34 Verdoppelungszyklen gelten als völlig unzuverlässig und wissenschaftlich unvertretbar. Eine aktuelle Studie aus Frankreich kommt zu dem Schluss, dass bei einem positiven Testergebnis ab einem Schwellenwert von 35 oder mehr Zyklen die Wahrscheinlichkeit, dass die positiv getestete Person tatsächlich infektiös ist, auf unter 3% sinkt. Das heißt, 97% der Tests sind dann falsch positiv und werden von der Statistik des RKI als Fallzahlen gerechnet. Ziehen Sie mal 97% ab und dann kommen Sie bei der realen Fallzahl an. Und dann deckt sich das auch mit der Sterblichkeitsrate und mit den Intensivbetten. Der Drosten-Test und alle weiteren in Deutschland eingesetzten Tests sind auf 45 Zyklen kalibriert. Auf diese Weise werden also einerseits massenhaft positive Testergebnisse produziert und andererseits tausende Menschen, die niemanden anstecken können, in Quarantäne geschickt. Bei Fortsetzung der jetzigen Testpraxis und der weiteren Nutzung dieser Fake-Ergebnisse wird diese Pandemie niemals enden. Drittens, sämtliche Corona-Verordnungen berufen sich auf steigende Infektionszahlen oder auf eine bestimmte Zahl von Neuinfektionen. Da die dafür herangezogenen Testergebnisse nichts über das Vorliegen einer Infektion aussagen, sind sämtliche darauf fußenden Verordnungen rechtswidrig. In der Offensichtlichkeit, wie dieser Betrug vonstatten geht, sind diese Verordnungen geradezu kriminell. Heute möchte ich einen weiteren wichtigen Aspekt ansprechen. Das ist die Frage, welche Gefahr von SARS-CoV-2-Virus tatsächlich ausgeht. Aufschluss darüber gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem Bulletin vom 14. Oktober 2020. Die von der WHO veröffentlichte Studie mit dem Titel Infektionssterblichkeitsrate von Covid-19, erstellt vom Stanford University Professor für Medizin und Epidemiologie John Ioannidis, kommt zu folgendem Ergebnis. Die Auswertung von empirischen Erhebungen über 51 Standorte hinweg ergab eine durchschnittliche Infektionssterblichkeit von 0,23%. In Regionen mit weniger als 118 Todesfällen betrug diese Infektionssterblichkeitsrate nur 0,09% und bei Menschen unter 70 Jahren nur 0,05%. Ioannidis ist nicht irgendjemand, sondern der derzeit meistzitierte Wissenschaftler der Welt, der sich mit diesen Problemen beschäftigt. Eine gröbere Schätzung, die die WHO selbst durchgeführt hat, kommt insgesamt auf eine Infektionssterblichkeitsrate von nur 0,14%. Und jetzt der Vergleich.
Die asiatische Grippe H2N2 von 1957 hatte eine Infektionssterblichkeitsrate von 0,7%, ein Vielfaches. Die Hongkong-Grippe von 1968 hatte eine Infektionssterblichkeitsrate von 0,5%, mehr als doppelt so viel. Beide Grippepandemien hatten also mindestens eine doppelt so hohe Infektionssterblichkeit wie das neue Coronavirus. In beiden Pandemien starben in West- und Ostdeutschland zusammen knapp 100.000 Menschen. Aktuell liegt die Zahl der Corona-positiv getesteten Verstorbenen bei 13.000 Menschen bei dieser Pandemie. Aber noch nie hat man in Deutschland das gesamte öffentliche Leben nach unten gefahren, Betriebe geschlossen, ganze Betriebsteile kaputt gemacht, viele Branchen wie die Künstler, wie die Kultur, wie die öffentliche Veranstaltung. Das ist alles in diesen Epidemien niemals runtergefahren worden. Da wurden nicht 10.000 Existenzen vernichtet und die halbe Automobilindustrie in Frage gestellt. Und da frage ich mich, was ist der wahre Grund für diesen Schmutz, der in unser Land reingekippt wird? Das Center für Disease Control und Prevention des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums nennt folgende altersspezifische Überlebensraten für Covid-19. 0 bis 19 Jahre 99,997%. Also die Kinder, um die es geht. 0 bis 19 Jahre 99,997% der Infizierten haben Überleben. Da ist gar nichts. Die kriegen es noch nicht mal mit, dass sie angeblich infiziert sind. 20 bis 49 Jahre 99,98%. 50 bis 69 Jahre 99,5%. Und 70 Jahre, das ist meine Altersstufe oder älter, überleben immer noch 94,6%. Und ein großer Teil davon hat keine Symptome. Obwohl der Test vielleicht positiv ist. Weil der Test nämlich überhaupt keine Aussagekraft hat. Im Klartext bedeutet das, dass es sich bei Covid-19 um eine, und das will ich gar nicht behaupten, es handelt sich um eine ernstzunehmende Erkältungskrankheit, die für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen tödlich enden kann. Das war schon immer so. Es ist doch nichts Neues, dass Menschen irgendwann mal sterben, wenn sie über 80 sind und zwei oder drei schwerste Krankheiten haben. Das ist doch keine neue Erkenntnis. Was machen Sie hier mit unserem Volk? Sie verbreiten Panik in der ganzen Bevölkerung. Die Leute haben alle Angst, wenn sie mit jemandem sprechen. Kann ich jetzt hier angesteckt werden? Passiert mir was? Nee, es passiert für 99,9% gar nichts. Und die älteren Menschen, die müssen geschützt werden. Das ist völlig richtig. Und zwar, indem man sich die Hände wäscht, indem man die Hygieneregeln einhält und das Ganze auf Freiwilligkeit macht. Und das machen uns die Schweden nach wie vor und bis heute vor. Die haben keinen Lockdown gemacht. Das sind Fake News. Das sind Lügen, die sie verbreiten. Es bedeutet, es sind Fake News und Lügen, die Sie alle gezielt in der Öffentlichkeit begleiten. Warum? Weil unsere Massenmedien gleichgeschaltet sind in Deutschland. Das Fernsehen und auch die Zeitungen, alle sind abhängig von den öffentlichen Geldern, die diese Kanzlerin in diese Medien reinsteckt. Sogar die Zeitungen, 200 Millionen pro Jahr. Man erfährt doch überhaupt nicht mehr die Wahrheit in diesem Land. Es bedeutet auch, und das ist die entscheidende Erkenntnis, die heute mal klar gemacht werden muss, Covid-19 bewegt sich auf dem Niveau einer mittelschweren Grippe. Und das SARS-CoV-2-Virus ist nachweislich weniger gefährlich als die Influenza-Viren aus zurückliegenden Pandemien. Mit doppelt so hohen Infektionssterblichkeitsraten und wesentlich mehr Todesopfern. Auch ist inzwischen eine erwiesene Erkenntnis, dass das Robert-Koch-Institut und andere regierungsnahe Wissenschaftler die Sterblichkeitsrate um ein Vielfaches zu hoch angesetzt haben. Und so die Panik in der Bevölkerung, die jeden Tag vom Fernsehen geschürt wird, künstlich nach oben treiben. Und wie das geht, das wissen wir jetzt genau. Es werden nämlich nicht die tatsächlichen Infektionen gezählt, die ein Arzt festgestellt hat, der eine Untersuchung durchgeführt hat. Es werden die falsch positiven Tests als Fallzahlen gemeldet. Und ich habe Ihnen gesagt, warum diese Tests alle falsch sind.
Aus dem einfachen Grunde, weil die Wiederholungszyklen, die dabei zugrunde gelegt werden, viel zu hoch sind. Das heißt, Sie können Rotwein testen und der hat auch Covid-19. Vergleicht man, und das gibt's als praktisches Beispiel, machen Sie sich mal schlau, vergleicht man die Reaktion der Bundesregierung auf die Grippesaison 17-18, in der nach RKI-Angaben 25.000 Menschen dem Influenza-Virus zum Opfer gefallen sind, mit den Reaktionen auf das SARS-CoV-2-Virus mit 13.000 Verstorbenen, dann gibt sich das wahre Missverhältnis, was jetzt im Moment im gesamten Regierungshandeln zugrunde gelegt wird. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass sich der Anteil der hospitalisierten Patienten, die ein Beatmungsgerät benötigen, bei Covid-19 und bei Grippepatienten in etwa auf demselben Niveau bewegt. In jeder Grippesaison gehen bis zu 30% der Erkrankungen schon seit Jahren immer auf diese Covid-19-Viren mit dabei, etwa 30%. Das heißt, schon bei den bisherigen Grippewellen hatten wir Covid-19-Viren mit drin. 2018 starben insgesamt 955.000 Menschen im ganzen Jahr in Deutschland. 955.000. Warum? Weil irgendwann stirbt jeder Mensch. Wir haben so eine Alterspyramide. Aber 72.000 sind jedes Jahr gestorben an Atemwegserkrankungen. Schon die ganzen Jahre früher. Ist Lungenentzündung eine neue Krankheit oder was? Da musste auch Beatmung gemacht werden. Machen Sie sich mal schlau. Die Zusammensetzung der Lungenkrankheiten hat sich doch gar nicht geändert. Grippefälle haben wir fast gar keine zurzeit. Das ist jetzt alles Covid-19. Aber wenn man den ganzen Betrug mal aufdeckt, dann merkt man, dass hier eine Bevölkerung systematisch von der Bundesregierung, von der Kanzlerin, von den 16 Ministerpräsidenten, den Medien, der Presse, von allen in die Panik getrieben wird. Und die Zahl der Selbstmord Versuche nimmt ständig zu. Ich habe neulich gelesen in Berlin, es waren immer nur ein paar zig und jetzt sind über 300 Einsätze mittlerweile pro Jahr, wo die Menschen in Depression kommen und die Zukunft des Lebens nicht mehr sehen. Hinsichtlich der Corona-Verordnung kann von der Verhältnismäßigkeit bei der Einschränkung der Grundrechte keine Rede sein. Abgesehen von der Würde des Menschen sind alle im Grundgesetz verankerten Grundrechte gleichrangig. Wenn diese eingeschränkt werden, um ein Grundrecht zu schützen, bedarf es eines Abwägungsprozesses, in dem die Verhältnismäßigkeit begründet werden muss. Und das ist bis heute nicht geschehen. Und wenn Sie in ein Gesetz 100-mal reinschreiben, die Kanzlerin kann alleine entscheiden und auch die örtlichen Ministerpräsidenten können alleine entscheiden, welche Verordnungen gemacht werden, wird das damit nicht rechtmäßig. Es findet überhaupt keine Abwägung in diesem Lande mehr statt. Das ist ja wie Kriegsrecht, was zurzeit praktiziert wird. Da werden Kontaktverbote ausgesprochen. Da wird den Kindern versucht vorzuschreiben, dass sie sich nur noch mit einem Freund treffen dürfen. Wo leben wir eigentlich? Da wird über Maskenpflicht im Unterricht gesprochen. Das sind Maulkörbe für kleine Kinder. Wissen Sie, was Sie in der Seele der Kinder anrichten, die so traktiert werden? Sie verletzen die Grundrechte und das stört mich nicht. Und wenn Sie stört, dann gehen Sie auch raus. Sie beschließen doch alles hier mit, was hier vorgeschlagen wird. Die massivsten Grundrechtseinschränkungen, die überhaupt dieses Land jemals gekannt hat. Begründet werden diese Grundrechtseingriffe mit der drohenden Überlastung des Gesundheitssystems. Doch wie stichhaltig ist diese Begründung? Nur drei Überschriften aus den vergangenen Jahren. Im Februar 2017, Grippewelle, Kliniken schließen wegen Überlastung ihrer Notaufnahmen. 2017, Holsteinischer Kurier, Grippewelle sorgt für Engpässe. Viele Krankenhäuser sind derzeit besonders überlastet und müssen Kranke auf Fluren unterbringen. Kölner Stadtanzeiger, Februar 19, Intensivstationen in Köln teilweise überlastet wegen jahreszeitlich bedingten Atemwegserkrankungen. Und jetzt passen Sie gut auf. Erst in der Corona-Pandemie wurde für eine Entlastung gesorgt.
Krankenhäuser und Arztpraxen meldeten für mehr als 400.000 Mitarbeiter zwischen März und Mai Kurzarbeit an. Das ist die Todesseuche, die hier grassiert. Und die Leute werden in Kurzarbeit geschickt. Warum? Weil sie nichts in Intensivstationen zu tun haben. Bei den dringend gesuchten Gesundheits- und Krankenpflegern stieg die, dann lesen wir mal die Zeitung, stieg die Arbeitslosigkeit im Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um sagenhafte 20,6%, die Arbeitslosigkeit bei den Gesundheits- und Krankenpflegern. Wenn also Überlastung droht, dann sicher nicht wegen Corona. Wirklich verwerflich ist die... Kommen Sie zum Ende. Ja. Ein Satz noch. Gut, ein Satz noch. Diese ganze Pandemie ist ein Schwindel, der aus völlig anderen Gründen verursacht wird, weil Sie, und das wollen Sie mit Ihrem Beschluss einer pandemischen Gesundheitslage, weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen. Gut. Gut. Vielleicht mal eine Bemerkung, falls es in Zweifel geraten ist. Zurzeit funktioniert unsere Beschallungsanlage sehr gut. Also man muss nicht so laut sprechen, dass man jetzt sozusagen aufs Mikro verzichten könnte. Aber das hoffe ich mal für den weiteren Fortgang jetzt unserer Geschichte. Ich sage jetzt mal so, Herr Fahle, Sie waren zwei-, dreimal mit verschiedenen Äußerungen in einem schwierigen Fahrwasser, zumindest die allerletzte, zu sagen, das ist ein großer Plan zur Vorbereitung eines Wahlbetruges. Das ist etwas, was ich in dem Augenblick juristisch nicht, Herr Fahle, ich kann es juristisch nicht bewerten. Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt, weil das könnte sehr, sehr schwierig sein, das sowohl im parlamentsrechtlichen als auch im zivilrechtlichen Maße durchzuhalten. Also diesen Vorwurf, es geht hier um einen Plan, eine kriminelle Handlung zu machen, um einen großen Wahlbetrug vorzubereiten, so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, das ist etwas, was man sich sehr genau überlegen möchte und ich hoffe, das haben Sie sich sehr genau überlegt. Es gibt jetzt mehrere Fragen, Herr Fahle, dazu, also nicht zu Ihrem gesamten Redebeitrag. Wollen Sie die beantworten? Als erstes habe ich den Herrn Striegel. Herr Striegel hat die Chance, die Frage zu stellen, weil Herr Fahle sich jetzt auf den Weg macht, hier vorne ans Rednerpult zu kommen. Herr Fahle, Sie leugnen ja mit Vehemenz die Gefährlichkeit dieser Pandemie. Ich will Sie deshalb fragen, ob Ihnen bewusst ist, dass in den Vereinigten Staaten, dort, wo ein Präsident Trump, der mit einem ähnlichen Verhältnis zur Wahrheit unterwegs ist, wie Sie über 4 Jahre regiert hat, ob Ihnen bewusst ist, dass in den USA inzwischen 250.000 Menschen, 250.000 Menschen an und mit diesem Virus gestorben sind. Dass das, wenn das umgerechnet auf die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland wäre, wir über etwa 63.000 Tote im selben Zeitraum und nicht 13.000 reden würden. Und dass das möglicherweise ein Hinweis darauf sein kann, dass unsere präventiven Methoden in der Bundesrepublik Deutschland, so schwierig und so hart sie sein mögen, das will ich gar nicht bestreiten, dass diese Methoden doch wirksam sind. So, Sie haben die Chance zu antworten. Also erstmal, Herr Striegel, bedanke ich mich für Ihre Frage. Zweitens muss ich sagen, Sie haben sich zu Recht aufgeregt, dass ich so laut... Ach so, ja, der Quatsch hier. Sie haben sich zu Recht darüber aufgeregt, dass ich so laut geworden bin. Aber wissen Sie, was die Ursache ist? Ich habe verdammt gute Ohren. Und ich kriege den ganzen Mist, den Sie während meiner Rede ständig dazwischen blubbern, um ein Geräusch zu erzeugen, kriege ich ganz genau mit. Und dann können sich alle Ihre Kollegen im ganzen Saal dafür bedanken bei Ihnen, dass ich gezwungen bin, lauter zu sprechen, damit ich mir Ihren Mist nicht mehr mithören muss als zweite Störkomponente. Das ist das Erste. Das Zweite,
Das ist so, Herr Striegel. Ich kriege ganz genau mit, wenn Sie irgendwelchen Blödsinn da reinblubbern. Und das Zweite sind die Sterbezahlen in den USA. Also schönen Dank, dass Sie mich mit Trump vergleichen wollen. Die Ehre kommt mir sicherlich nicht zu. Die Sterbezahlen, die Sie zitieren, ich empfehle Ihnen wirklich mal, sich damit zu beschäftigen. Es gibt eine Gesundheitsbehörde in den USA, die ist am Ende zu der Überzeugung gekommen, dass nur 6% der Todeszahlen, die von den Demokraten, den sogenannten Demokraten, das sind ja die, die Ihnen zugehören, zugerechnet werden, nur 6% sind wirklich mit Corona gestorben. Die anderen sind einfach für die Zeit der Corona, sogenannten Corona-Pandemie, die ja im Grunde genommen nur erfunden wurde, um den Trump zu stürzen, weil permanent dort nur Krawall gemacht worden ist, ähnlich wie hier, darauf komme ich noch, ähnlich wie hier, nur 6% dieser Zahlen sind tatsächlich welche, die von der Corona-Geschichte kommen. Das gibt eine Gesundheitsinstitution in den USA, die das amtlich festgestellt hat. Lesen Sie doch mal Sachen, die nicht aus Ihren Parteiblättern kommen und die nicht von der Bundesregierung bezahlt werden. Sie lesen ja gar nichts. Sie verweigern sich ja den Fakten. Sie verweigern sich der Wirklichkeit. Und damit kriegen Sie auch überhaupt nicht mit, was hier angerichtet wird. So, soweit zu der ganzen Geschichte. Und Lockdown und so weiter, was hier angeblich gut gewirkt hat, Dreck hat's gewirkt. Sie haben den großen Lockdown gemacht zu einem Zeitpunkt, da war schon die Infektionsrate weitgehend am Abflachen. Da war der Faktor laut RKI schon unter 1 bei der Reproduktionszahl. Das wollen Sie allerdings nicht hören. Bei uns sind die Sterberaten ungefähr parallel zu denen wie in Schweden. Und Schweden hat nicht diesen Lockdown durchgeführt. Auch das ist eine Fake News. Aber das, wir werden immer mit Fake News jeden Tag versorgt. Und Sie bringen Ihre Fake News in die Bevölkerung, weil Sie brauchen die Panik. Sie brauchen die Spaltung der Bevölkerung, um Ihre Politik durchzusetzen. Sie klammern sich doch geradezu. Im Bundestag gibt es eine Kanzlerin, die sich daran klammert, ihren Amtssitz zu behalten, obwohl sie schon im Januar abgefuckt war. Und dann kommt hinterher die Situation. Herr Fahle, dann kommt hinterher diese Situation. Herr Fahle, stopp. Und jetzt steht sie wieder so hoch im Kurs. Herr Fahle, erstens, ich bitte mal darum, bei Antworten, die hier gegeben werden, sich auf die Frage zu beziehen. Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen und ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf für die Äußerung über die Bundeskanzlerin. Da können Sie schon den nächsten Ordnungsruf vorbereiten. So, also bitte, weiter fragen. Ja. Herr Pockenburg, Sie haben eine Frage, da haben Sie jetzt die Chance, sie zu stellen. Sehr geehrter Herr Fahle, Sie hatten vorhin ausgeführt, dass man vor dem Hintergrund der überzogenen Maßnahmen und vor dem Hintergrund der unsachlichen Begründungen zu den überzogenen Maßnahmen, Corona-Maßnahmen, der Meinung sein könnte, dass da eben ganz andere Gründe dahinter stecken, warum diese Maßnahmen durchgeführt werden. Auch ich teile diese Ansicht, dass da wahrscheinlich mehr dahinter steckt, als uns erzählt wird. Nun möchte ich von Ihnen aber gerne mal wissen, was wären denn das so Ihrer Meinung nach für Möglichkeiten, die da zumindest real in Betracht kämen? Danke sehr. Ja, also als erstes, Sie haben das Wort. Danke. Als erstes ist natürlich klar, wir sind hier in einem Landesparlament und da muss ich natürlich ganz klar sagen, es ist natürlich wunderbar, wenn man das Versammlungsrecht einschränkt. Ja, ich erinnere mich noch an die Genehmigungen mit 30 Teilnehmern, die wir schon hatten. Wenn man verhindert, dass in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden kann, wenn man das gesamte gesellschaftliche Leben lahmlähmt, wenn man Parteiversammlungen untersagt, wenn man all diese Hebel spielt, die der normale Bürger nicht mitkriegt, dann lähmt man natürlich die Opposition. Und wenn man dann ständig als der rettende Engel sich präsentieren kann in Fernsehtalkshows, wie es der Ministerpräsident gemacht hat oder die Frau Merkel gemacht hat, und damit dann Wählerzustimmung sich besorgen kann, indem die Medien einen hochschreiben,
dann ist das natürlich eine ganz klare Wahlbeeinflussung im Vorfeld einer Wahl. Darauf steuern wir zu. Nächstes Jahr ist Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Und alle Schritte, die hier der Ministerpräsident macht, ist doch nichts anderes, als sich da zu versuchen, ein besseres Standing zu erreichen. Aber das ändert doch alles überhaupt nichts an der Tatsache, dass die Menschen ihre tagtäglichen Erfahrungen selber machen. Und da kriegen zum Beispiel Familien Bescheide ins Haus, da ist irgendeiner, mit dem sie mal essen waren oder irgendwas gewesen ist, der wird falsch positiv getestet. Dann kriegen die erstmal Bescheid, ihr müsst in Quarantäne gehen. Und in dem Bescheid steht dann Absatz drin, wollte ich erst selber nicht glauben. Wenn Sie der Anordnung keine Folge leisten, dann können wir Sie rausholen aus Ihrer Familie und können Sie in einer zentralen Unterkunft inbringen. Das sind ja, das könnte man als das bezeichnen, was es ist, als eine Androhung mit Schutzhaft. Genau. Und diese Methoden, die Sie jetzt einsetzen, bis hin zur Nachverfolgung, Sie stocken ja nicht in den Krankenhäusern Betten haben sie mehr als genug. Die ganze Pandemie bis heute stehen 250 bis über 300 Intensivbetten frei, weil gar keiner da ist, der da reinkommen könnte. Aber die waren also, und wenn Sie die Pandemieberichte der Regierung lesen, seit einem halben Jahr finden Sie genau denselben Satz in jedem Bericht. Wir haben ausreichend Betten. So, was wir nicht genug haben, sind Pfleger und Leute, die im Gesundheitsdienst arbeiten. Und wissen Sie, was Sie da als Politik machen? Stocken Sie etwa das Gesundheitspflegepersonal auf? Nee, Sie bauen es ab. Sie wollen sogar 3 Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt schließen, darunter eine Lungenklinik. Darüber wird mein Kollege noch sprechen. Ja, Sie verweigern sich ja nicht nur den Fakten, sondern wenn Sie bestreiten, dass das so ist, dann lügen Sie hier ganz bewusst im Plenum. Sie mal zum Ende jetzt. Dann ich habe die Frage jetzt beantwortet. Ja, so. Und jetzt haben wir noch eine Frage. Herr Grube hatte sich noch gemeldet. Bitte sehr. Bitte. Herr Falle, Sie haben sich ja zu der Behauptung verstiegen, dass ein Großteil der Covid-19-Tests, also damit der Positivzahlen, gefälscht sind, falsch sind, wie auch immer. Ja, weil sie falsch gemacht werden. Würden Sie uns da mal eine Zahl nennen, wie viel Prozent das aus Ihrer Sicht sind, der Tests, der positiven? Also wenn Sie, gut, ich will keine Polemik, ganz sachlich antworten. Ich habe Ihnen klar gesagt, wenn die Verdoppelungszahlen aus dem Erbgut dieses Virus, wenn die den Wert von 35 übersteigen, da gibt es Untersuchungen drüber, also die Zyklenanzahl, die man braucht, um diesen Positivtest zu erzeugen, wenn die über 35 Zyklen ausmachen, dann kommen sie zu 97% falschen Testergebnissen. Und das bedeutet, da unsere Tester hier in Deutschland, die veröffentlichen ja nicht die genauen Daten, wie viele Zyklen bei jedem Test gemacht werden, die sind kalibriert auf 45 Verdopplungen. Das heißt, da liegt die Zahl der Fehlerquote noch wesentlich höher. Und da wir mittlerweile eine Situation erreicht haben, dass gar keine ärztliche Untersuchung gemacht wird bei diesen Leuten, sondern werden die Häscher aus dem Gesundheitsamt direkt zu den Leuten, die Spitzel aus dem Gesundheitsamt werden direkt zu den Leuten hingeschickt und schicken die in Quarantäne mit schriftlichen Bescheiden. So, und so blähen sie, nee, nicht zum Schutz, sondern so blähen, zur Einschüchterung, so blähen sie im Grunde genommen die Zahlen, die Fallzahlen täglich auf. Und ich kann Ihnen genau sagen, was jetzt passiert. Im Dezember geht es zurück. Warum? Weil die Zahl der Häscher abnimmt, die machen nämlich Urlaub. Und wenn im Januar dann die wieder rankommen, dann explodieren diese Zahlen, sodass sie dann im Februar den Vorwand haben, um zu erklären, wir haben zigtausend neue Fälle jeden Tag, sind alles Falschfälle. Aber die haben sie, diese zigtausend neue Fälle, und mit den Fällen können sie dann ihren Beschluss fassen, dass sie nur eine Urnenwahl nicht mehr zulassen und eine Briefwahl machen. Das ist das Szenario, das im Hintergrund von all dem steckt.
und ich decke das schon 3 Monate vorher auf, damit die Bevölkerung weiß, was auf sie zukommt. Und dann werden wir das Modell Stendal erleben. Ich sage nicht, dass Sie den Betrug selber machen. Nee, das brauchen Sie gar nicht. Sie werden genug Wahlhelfer finden, die versuchen dann, wenn die Briefwahlstimmen aufgemacht werden, falsche Zahlen weiterzugeben. Das Spielchen haben wir in Stendal aufgedeckt. Lesen Sie sich die Unterlagen aus dem Untersuchungsausschuss durch. Aber ich hoffe, ich habe Ihre Frage jetzt erschöpfend beantwortet. Wenn sonst können wir uns an der Pause noch mal 10 Minuten unterhalten, habe ich kein Problem. Es liegt wirklich an der Art dieses Tests, der so gemacht ist, dass man, je mehr man testet, je mehr positive Ergebnisse hat, je weniger man testet, je weniger. Und das entscheidende Problem, und das geht alles am Infektionsschutzgesetz vorbei, das entscheidende Problem ist, dass überhaupt keine ärztlichen Untersuchungen mehr vorhanden sind. Es wird jemand als infektiöser Fall bezeichnet, obwohl das Infektionsschutzgesetz im Gesetzeswortlaut eindeutig aussagt, es ist nur dann einer infektiös, wenn er Symptome hat und von einem Arzt untersucht wird, und der Test kann überhaupt keine Aussage über die Infektiosität machen. Das ist die Tatsache, und da brauchen Sie nur die Bikepackzettel sich mal anzugucken, die bei den Testen, kaufen Sie sich mal zum Spaß einen Test für 50 Euro oder was, und dann gucken Sie mal einen Bikepackzettel, dann werden Sie genau das sehen, dass es so ist. Und das Schlimmste von allem... Stopp, das ist jetzt sozusagen nochmal ein anderer Vortrag. Herr Grube, entnehme ich Ihrer Körperhaltung, dass Sie noch eine Nachfrage haben. Ja, bitte, bitte. Dann können Sie die bitte stellen, wenn es denn sein muss. Bitte. Ja, Herr Fall, ich hatte ja nach der Zahl gefragt. Die anderen 2 Minuten hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich weise Sie höflich darauf hin, das ist ein rein mathematisches Problem. Wenn Sie davon ausgehen, dass nur 1/20 der Tests, wenn Sie 97,5, ist es sogar 1/40 der Tests, valide sind, dann vervierzigfacht sich die Todesrate. Das würde bedeuten, nach Ihrer Rechnung, hätten wir eine 60-prozentige Todesrate bei Covid-19-Fällen, Sie sollten sich überlegen, welches der beiden Schreckensszenarien Sie an die Wand malen. Darauf können Sie antworten, Herr Kühn. Ja, also, jetzt muss ich mich wirklich bei Ihnen für Ihr Statement wirklich bedanken. Ich will über Zahlenspielchen gar nicht reden. Ich will Ihnen aber eins sagen, das Einzige, was wirklich hilft in dem Fall und wo man die Sicherheit hergewinnt. Wissen Sie, ich habe auch 14 Tage geschwankt am Anfang von der Pandemie, bis ich den ganzen Betrug durchschaut habe. Sie ja wissen noch, ich hatte Gummihandschuhe, und Sie wissen auch noch, ich habe mir ständig die Hände desinfiziert. Nach 14 Tagen Studium der Berichte, die hier die Landesverwaltung gemacht hat zur Pandemie, war mir klar, was hier abgeht. Sie müssen nämlich die Sterbezahlen und die Bettenbelegungszahlen analysieren. Das sind die einzigen harten, belastbaren Zahlen. Und die habe ich hier genau genannt. Und diese Zahlen sind von Wissenschaftlern auch aufgearbeitet worden. Und die Zahlen besagen Folgendes. Erstens, wir hatten zu keinem Zeitpunkt eine Explosion bei den Bettenzahlen. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt eine Explosion der Sterblichkeit. Es gibt keine Übersterblichkeit. Das ist eine Pandemie, die es nicht gibt. Das ist eine Fiktion in Ihrem Kopf. Die müssen Sie aus Ihrer Birne mal rausholen, damit Sie verstehen, was wirklich in diesem Lande abgeht. Und darum habe ich jetzt hier keinen politischen Vortrag gehalten, sondern nur den zu der wissenschaftlich begründeten epidemiologischen Seite. Und wissen Sie noch eins? Wenn die Regierung wirklich was tun wollte für die Gesundheit der Menschen, ausgehend von der Sterblichkeitszahl, hören Sie mal bitte zu, ausgehend von der Sterblichkeitszahl, wenn sie wirklich was für die Gesundheit der Menschen tun wollen, dann müsste das ansetzen bei unseren Hygienebestimmungen in den Krankenhäusern. Denn in unseren Krankenhäusern sterben jedes Jahr 40.000 Menschen an neuen Keimen und Infektionen, die Sie sich in diesen Krankenhäusern holen, weil wir das Fachpersonal überhaupt nicht vorhalten, was notwendig ist,
eine strikte Einhaltung der Hygienevorschriften sicherzustellen. Und ich bin mal wirklich fast vom Stuhl gefahren. Herr Fahle, das ist jetzt ein Thema, was überhaupt nicht nachgefragt war. Also, na doch, er hat über die er hat gefragt, woher ich die Sicherheit nehme. Er hat die Sterblichkeit sozusagen nach Ihren Berechnungen hinterfragt. Ich glaube, es ging jetzt nicht um die Wirkung von Krankenhauskeimen. Trotz alledem, an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss. Ich sehe auch keine weitere Nachfrage. Herr Fahle, ja, alles gut jetzt. So, es stehen doch keine weiteren Nachfragen. Wir sind am Ende des Debattenbeitrags. Ich will dann doch noch mal sagen, wir haben es zurzeit auch in den öffentlichen Verwaltungen mit einer schwierigen Situation zu tun. Und wir haben es mit vielen Leuten zu tun, die in den Gesundheitsämtern wirklich am Rande ihrer Belastbarkeit sind. Und zwar gerade die mit der Nachverfolgung beschäftigt sind. Diese hier als Häscher und Spitzel, vor allem Bundeswehrsoldaten, die als Häscher und Spitzel zu verunglimpfen, das ist widerlich, und deswegen sage ich auch hier noch einen zweiten Ordnungsruf. Habe ich doch gesagt.